Der Schattenmacher und Schlomo haben in ihrem Podcast Betreutes Kacken auf Wolfgang M. Schmidt reagiert. Und einige Aussagen zum Keynesianismus, die fand ich so seltsam, dass wir da jetzt mal gemeinsam drauf reagieren wollen. Ein Teil habe ich mir selbst schon angeschaut, einen anderen Teil kenne ich noch nicht. Also ja, ersten 10, 15 Minuten von der Reaktion hier kenne ich tatsächlich. Also ja, aber wir werden trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen weiter reagieren. Aber was die beiden hier von sich geben, das fand ich teils so absurd und so denkfaul, dass ich da mal drauf eingehen wollte. Denn sie werden sich, ihr werdet das gleich sehen, nicht mit Wolfgang M. Schmidts Argumenten befassen, sondern irgendwelche abstrusen Strohmänner aufstellen. Wir müssen erkennen, dass private Schulden das eine sind, aber ein Staatshaushalt funktioniert vollkommen anders. Das heißt, der Staat kann ganz viel Geld in die Hand nehmen und muss nicht sich fragen, wie finanziert man das gegen? Man könnte es mit Keynes. Doch. Das Problem ist halt, ja natürlich, der Staat kann an sich in sich selbst nicht pleite gehen, weil er neues Geld drucken kann. Aber, zum Beispiel, das ist ja eine offensichtliche Grenze. Wir importieren ja eine Menge, vor allem Rohstoffe. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gas und das müssen wir mit irgendwas bezahlen. Und wenn wir unsere eigene Währung ruinieren, dann können wir damit nichts mehr bezahlen. Dann kriegen wir keine Importe mehr. Das ist zum Beispiel ein großes Problem, das habe ich in meinem Japan-Video besprochen. Ich meine, das sagen auch japanische Ökonomen, das ist eine große Gefahr. Natürlich kannst du nach innen, also Japan ist vor allem bei sich selbst verschuldet und deswegen könnte Japan sich ja auch ewig weiter verschulden. Klar, das gibt vielleicht innere Probleme oder sowas, aber das interessiert ja erstmal nicht. Das könnte man ja politisch stabilisieren. Das Problem ist, Japan hat keine natürlichen Rohstoffe und muss das alles importieren. Und wenn die ihre eigene Währung ruinieren, fragt sich natürlich, wovon sollen die das dann importieren? So Also, womit sollen sie das bezahlen? sogar sagen. Ja, was heißt ihre eigene Währung ruinieren? Also wenn ein Land, wir gehen jetzt mal davon aus, das Land interveniert nicht auf den Devisenmärkten. Aber wenn ein Land im Inland mehr importiert, ja, importiert sage ich schon, im Inland mehr investiert, wenn es die Nachfrage erhöht und damit dann Inflation erzeugt, dann gibt es für den Außenhandel einen Effekt, der das Ganze ausgleicht, den Wechselkurseffekt. Wenn die Inflation im Inland höher ist als im Ausland, dann wertet der Wechselkurs ab, um eine ausgeglichene Leistungsbilanz sicherzustellen. Das bedeutet, bei einem funktionierenden Devisenmarkt, der ausgeglichene Leistungsbilanzen sicherstellt, denn zusätzliche Investitionen, zusätzliche Nachfrage im Inland, höhere Inflation, kein Problem da. Also alles, was man machen kann, kann man sich auch leisten. Keynes ist wer? Aha. Okay, das klingt wahnsinnig. Das klingt einfach straight up. Ja. Alles, was man machen kann. Okay. Also wir bauen jedem Hartz-IV-Penner jetzt ein Penthouse. Einfach ein Hochhaus für jeden Einzelnen. Also die kriegen da einfach ein Hochhaus, das nur dafür da ist, dass wir ein Penthouse irgendwie in der 80. Etage machen können. Ist Also können wir das machen? Das ist jetzt die Frage. Gibt es genug wie viele Hartz-IV-Empfänger haben wir? 6 Millionen, glaube ich. Haben wir genug Bauarbeiter dafür, um 6 Millionen Hochhäuser in kürzester Zeit zu bauen? Ich glaube nicht. Wäre das sinnvoll, das zu machen? Nein, definitiv nicht. Also, was soll dieser absurde Gedankengang von Schlomo hier? Also, nur weil man etwas machen kann, heißt es erstens nicht, dass es sinnvoll ist, das zu machen. Und nur weil man sich, ja. Und ob man das überhaupt machen kann in dem Fall, würde ich doch sehr in Zweifel ziehen, innerhalb kürzester Zeit über 6 Millionen Hochhäuser zu bauen. Ist das technisch möglich? Ja, okay. Können wir es uns leisten? Offenbar. Mach doch. Ja, natürlich könnten wir uns das leisten, wenn es technisch möglich wäre. Wie gesagt, das ist so ein abstruses Beispiel. Also, man kann ganz viele Sachen machen, aber deswegen sind sie nicht sinnvoll. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen. Mach noch mal 10 Sekunden zurück. Alles finanziert man das Gegen, ganz viel Geld in die Hand nehmen und muss nicht sich fragen, wie finanziert man das Gegen. Man könnte es mit Keynes sogar sagen, also alles, was man machen kann, kann man sich auch leisten. Keynes ist wer? Also, ich meine, so, keynesianistische Wirtschaftstheorie sagt ja eigentlich meines Wissens aus, dass man in guten Zeiten soll der Staat Steuern einnehmen. Also, soweit ich weiß, ist Keynes Theorie nicht völlig verrückt. Sie funktioniert aber auch nicht aus guten Gründen. Also, man Bevor wir soll. dazu kommen, nein, keynesianische Wirtschaftstheorie heißt, der Staat hat Vollbeschäftigung und dauerhaftes Wirtschaftswachstum sicherzustellen. Also der Staat hat dafür zu sorgen, dass immer gute Zeiten herrschen. Euer Überschuss oder ein Defizit rauskommt, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Wirtschaft wächst und dass Vollbeschäftigung herrscht. Das hat Keynes in der allgemeinen Theorie explizit so beschrieben. Er hat geschrieben, dass es die Aufgabe des Staates sei, Rezessionen abzuschaffen.
Das hat er völlig deutlich so geschrieben. Das habe ich auch in meinem Reaktionsvideo auf den Schattenmacher vorgelesen, die Stelle. Also, das, ja. Also, der Schattenmacher, der argumentiert in guten Zeiten, einer sehr vulgären, falschen Auslegung der keynesianischen Theorie, die leider in der Öffentlichkeit sehr verbreitet ist, die aber nichts mit dem zu tun hat, was Keynes in der allgemeinen Theorie fordert. Sturmhaube fragt gerade, ob ich Schatti schon ein Gesprächsangebot gemacht habe. Tatsächlich schon, ja. Ich habe ihm tatsächlich vor einigen Tagen noch mal eine Mail geschrieben. Ich hatte ihn vor einigen Wochen schon noch mal auf Discord angeschrieben. Ich hatte ihn ja letztes Jahr schon mal angeschrieben. Bisher ist noch keine Antwort gekommen. Aber ja, mal schauen. Also er kann gerne jederzeit hier in dem Stream vorbeikommen. Ich meine, ich hab ja seinen Kontakt auf Discord. Also müsste sich nur auf das Angebot jetzt reagieren. Wenn der Staat und die Wirtschaft richtig läuft, soll man Steuern einnehmen. Und dann in schlechten Zeiten, in der Krise, soll der Staat gegensteuern und dann Ausgaben machen, sodass sich die Wirtschaft wieder reguliert. Aber auch damit gibt es natürlich Probleme. Wenn der Staat das nämlich mehrmals macht, also irgendwann fangen die Leute, das zeigt sich gerade die Leute, die sehr weit oben stehen, die große Unternehmen besitzen, die fangen einfach daran, dann an, darauf zu spekulieren, dass der Staat sie rettet. Das ist so ein bisschen die Too-Big-to-Fail-Logik. Also die ja, deswegen müssen die Finanzmärkte ordentlich reguliert werden. Also das Argument des Schattenmachers ist, wenn es nicht regelmäßig schwere Wirtschaftskrisen, schwere Rezessionen, dann fangen die Leute an, übermäßige Risiken einzugehen. Das heißt, es wäre gut, wenn man halt alle paar Jahre so eine ordentliche, heftige Rezession hätte, damit die Leute davon abgeschreckt werden. Jetzt könnte man mal fragen, wann hatten wir weniger Finanzkrisen? Wann hatten wir weniger, beispielsweise, sagen wir Finanzblasen, die dann geplatzt sind, sagen wir Bankbilanzen, die nicht ganz sauber waren, sagen wir Immobilienblasen, alles Mögliche. Wann hatten wir weniger? In der keynesianischen Ära, von den 50ern bis in die 70er Jahre, bis Bretton Woods dann geplatzt ist, oder in der neoliberalen Ära ab den 70er, 80er Jahren? Wann hatten wir weniger Finanzkrisen? Ich kann es euch ganz einfach erklären. In der keynesianischen Ära, von den 50ern bis in die 70er Jahre, da waren die Finanzmärkte wesentlich strikter reguliert, aber die Wirtschaft ist dauerhaft gewachsen. Wir hatten weniger Rezessionen und weniger scharfe Rezessionen. Wir hatten eine dauerhaft wachsende Konjunktur. Wir hatten in sehr vielen westlichen Ländern Vollbeschäftigung. Und gleichzeitig hatten wir weniger Finanzkrisen. Das heißt, das Argument des Schattenmachers ist empirisch widerlegt. Also der keynesianische Wirtschaftspolitik hatte historisch zu weniger Finanzkrisen, zu mehr Stabilität geführt. Und diesen Moral Hazard, den gab es eben so nicht. Diesen Moral Hazard gab es dann in der neoliberalen Ära, wo man die Finanzmärkte dereguliert hat. Mit Banken, die können nur übermäßige Risiken eingehen, wenn die Regulierungsbehörden ihnen erlauben, übermäßige Risiken einzugehen. Und so eine heftige Rezession, die sorgt eben nicht dafür, dass die Leute solche Risiken meiden würden. Ganz im Gegenteil, wenn die Rezession zu schwer wird, dann werden die Banken so oder so gerettet, weil es eben keine Alternative dazu gibt. Wenn die Wirtschaft erstmal um 5% geschrumpft ist, dann überlegt man sich jede Regierung, okay, wollen wir die jetzt weitere 5% schrumpfen lassen und den Kollaps unseres Finanzsystems riskieren und dann noch zusehen, wie sie weiter einbricht, oder wollen wir jetzt erstmal die Banken retten, um das Schlimmste zu verhindern, die Kreditnachfrage wieder anzukurbeln und dann zu hoffen, dass die Wirtschaft wieder einen Aufschwung erlebt. Also diese Idee, man könnte einfach eine Finanzkrise, ganz egal, wie stark die Wirtschaft dann schrumpft, einfach alle paar Jahre zulassen, damit die Leute keine übermäßigen Risiken eingehen, die funktioniert in der Realität nicht. Es braucht eine strikte Regulierung des Finanzsektors. Bestimmte Geschäfte müssen einfach verboten werden. Beispielsweise Carry Trading, sowas könnte man. Es bräuchte sowieso Wechselkursabsprachen. Also die Devisenmärkte müssten sowieso viel, viel strenger reguliert werden, als es gerade der Fall ist. Und auch diese ganzen Finanzderivate, die Banken da erfunden haben. Also da könnte man auch die Regulierung einmal umdrehen. Man könnte erstmal ein Trennbankensystem einführen. Also Banken können entweder mit irgendwelchen Finanzderivaten zocken oder sich auf Bankeinlagen und Kreditvergaben konzentrieren, also auf das normale Bankgeschäft. Und diese beiden Punkte, die sollte man klar voneinander trennen. Dann hätte man zum einen diese Zuckerbanken, die Hedgefonds, die können pleite gehen. Und zum anderen hätte man die normalen Banken, die wenig risikoreich Kredite vergeben. Die gehen dann normalerweise auch nicht pleite, weil sie halt streng genug reguliert werden. Aktuell haben wir das in unserem System vermischt. Das führt dazu, dass Banken übermäßige Risiken eingehen und dass Verluste im Investmentbanking eben das gesamte Finanzsystem bedrohen können. Ja, die Trennung gab's mal und die wurde dann aufgehoben. Also das sind diese ganzen neoliberalen Deregulierungen. Die haben überhaupt dafür gesorgt, dass Banken übermäßige Risiken eingehen. Also dieses Moral Hazard Argument, das funktioniert einfach in der Realität nicht. Wenn Banken diese übermäßigen Risiken eingehen können, dann tun sie das auch. Also wenn die Wirtschaft in den letzten 10 Jahren gewachsen ist, okay, dann wird sie die nächsten 10 Jahre wohl auch noch wachsen.
das Management einer Bank ist ja meistens eh nur ein paar Jahre da in der Position. Also dem kann es völlig egal sein, ob die Bank dann in 20 Jahren pleite ist oder ob es eine Finanzkrise gibt. Also da hilft auch keine neoliberale Wirtschaftspolitik, die alle paar Jahre absichtlich Rezessionen produziert. Ganz im Gegenteil. Sie gehen dann immer und immer größere Risiken ein, weil sie wissen, dass solange sie Gewinne machen, der Staat einfach nichts tut. Und sobald es dann richtig in die Krise geht, wird der Staat sie wieder rausretten oder wird Geld in das System pumpen, auf das sie sich dann ebenfalls wieder verlassen. Moral Hazard nennt man das. Das ist zum Beispiel ein Argument gegen Keynes. Es ist ein berühmter Wirtschaftstheoretiker, der in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich ein bisschen wenig beachtet wurde von der Politik. Da waren dann Leute wie Hayek oder Friedman viel wichtiger. Und Keynes wird aber jetzt eigentlich wieder entdeckt. Nicht nur ja, er, sondern Hayek man denkt und Friedman, also das ist ja österreichische Wirtschaftsschule. Die hätten hier den Leuten ordentlich die Prügeln ausgeschmaßt, wenn sie gesehen hätten, wie wir unsere Wirtschaft machen. Also nein, Friedman war nicht österreichische Schule. Friedman gehörte zu den Monetaristen. Also sie waren beide Mitglieder der Montparnasse Society. Sie haben sich beide für eine neoliberale Wirtschaftspolitik eingesetzt. Aber Hayek war doch mal sehr viel radikaler als Friedman dann. Aber wie gesagt, du kannst sie beide unter dem Begriff neoliberal subsumieren, aber nicht unter österreichische Schule, da gehörte nämlich Friedman nicht zu. Also Friedman hat beispielsweise eine monetaristische Geldpolitik, also mit Geldmengensteuerung gefordert, und Hayek hat eine Entnationalisierung des Geldes gefordert. Also solche abstrusen Ideen, also auch Bitcoin gab es damals noch nicht, aber solche abstrusen Ideen, dass Währungen nicht mehr an Nationalstaaten gebunden werden sollen, sondern künftig halt ja, jeder seine eigene Währung schaffen kann, beziehungsweise jede Bank dann ihre eigene Währung schaffen kann und die dann auf dem freien Markt untereinander konkurrieren. Also völlig absurdes Konzept, würde sich in der Realität auch nie durchsetzen, weil man damit einfach moderne Volkswirtschaften nicht steuern kann. Es gäbe keinen Maßstab, wie die Wechselkurse zueinander stehen sollten, und also kein Unternehmen könnte unter solchen Bedingungen vernünftig investieren. Also völlig irreeller Utopismus, den Hayek da an die den Hayek sich da ausgedacht hat, und kein Vorschlag, der irgendwie für die reale Politik brauchbar wäre. Das muss man einfach sagen. Jetzt kann man sagen, klar, Hayeks reine Lehre wurde nicht umgesetzt. Ja, die wurde nicht umgesetzt, weil sie komplett absurd ist. Aber die Politik hat sich schon mehr in Richtung dessen bewegt in den letzten 40 Jahren, was Hayek wollte, und weg von dem, was Keynes wollte.